Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tom Clancy's The Division für die PlayStation 4 Part 70. Und wir spielen weiterhin das DLC-Paket Untergrund. Und man merkt, ich rede so ein bisschen mit Pausen, weil das liegt daran, weil eine Frau gerade im Hintergrund gesprochen hat hier im Spiel. Deshalb irritiert das immer so ein bisschen, wenn jemand spricht und ich spreche dazwischen. Status im taktischen Operationszentrum ist grün. Alle Systeme in Betrieb. Alle Systeme in Betrieb. Das ist gut, dann können wir ja direkt hier weitermachen. Ja, in der letzten Folge haben wir uns die Sondereinsatztruppenmission angeschaut. Und hier sehe ich jetzt weiß ich, wie die das meinen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel diese Sondereinsatztruppen modifizieren möchte, muss man mindestens natürlich Untergrundrang 25 sein. Und dann kann man quasi halt, ja, Anforderungen da direkt, die Aufklärungsdaten könnte man einsetzen. Dann könnte man, denke ich mal jetzt, diese Mission nochmal modifizieren, um erhöhen mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Und ich bin sehr gespannt, wir werden das auf jeden Fall noch in naher Zukunft machen, aber es geht erstmal darum, dass wir unsere Rüstung zusammensuchen. Wir sind schon so langsam in diese Schiene reingekommen, so langsam nach und nach Rüstung zu bekommen, die 256 von der Wertigkeit haben. Da wir ja aktuell eigentlich so gut wie alles auf 229 haben. Vielleicht zum Teil noch ein bisschen darunter. Und wir haben schon mal einen Handschuh, was den Wert 256 hat. Und ich würde sagen, dass wir jetzt auf jeden Fall mal die nächste Mission uns anschauen werden. Krankheit heißt das Ganze. Die Gesundheit verringert sich kontinuierlich. Verlorene Gesundheit kann normal geheilt werden. Oh, das hört sich richtig strange an. Also wir verlieren die ganze Zeit Gesundheit. Das heißt, gegebenenfalls müssten wir unsere Taktik umändern. Puh, ich würde sagen, wir können das ja mal machen. Wir werden, können ja immer noch währenddessen in der Mission umschalten. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns viel heilen müssen. Dann würde ich vorschlagen, wir nehmen die andere Fertigkeit und ist auch schon scharf gestellt und bereit zum Einsatz. Dann würde ich sagen, starten wir die Operation und ich würde sagen, Webcam aus, damit wir uns 100%ig auf das Spiel hier konzentrieren können. Und ich wünsche euch an dieser Stelle ganz, ganz viel Spaß. Und wir schauen, was uns Krankheit hier bringen wird. Es hört sich auf jeden Fall schon sehr krank an, ganze Zeit Gesundheit zu verlieren und dann noch hier durchrennen und die Gegner besiegen. Das klingt sehr, sehr schwierig. Lassen wir uns überraschen. Mithilfe ihrer Daten konnte Rhodes den Standort von einem der ranghöchsten Cleaner aufspüren. Die taktische Analyse rät dazu, ihn auszuschalten. Okay, das war das kleine Briefing. Es wird sich, ja, um Cleaner hier gehen. Gelegenheitsziel. Oh, lokalisieren Sie Pitboss Latos, bevor er entkommt. Unter 15 Minuten Zeit. Oh, das mag ich ja gar nicht, wenn man unter Zeitdruck arbeiten muss. Boah, ich hoffe, dass wir das schaffen. Dann würde ich sagen, dass wir nicht allzu viel quatschen. Alarm. Feinde in der Nähe. Okay, einer hat mich schon gesehen. Wer ist denn das Grüne da? Mit der grünen Leiste, wer ist das? Ach so, hier, ach. Ein JTF-Officer. Ich dachte schon, weil ich denke schon die ganze Zeit zu krass an diese Krankheit, die ich vorhin gelesen habe. Habe ich gedacht, da gibt es jetzt irgendwas, was die grüne Leiste immer runter macht. Aber die JTF-Agenten, die habe ich ja schon komplett wieder vergessen. So, wir haben hier zufälligerweise eine Dietrich. Ja, komm. So, ein Werkzeug mehr.
Hier können wir auch noch ein bisschen was untersuchen. Hier hätten wir sogar Erste Hilfe. Hätte ich gerne eingesetzt und die mitgenommen, aber geht leider nicht. Okay, öffnen wir das nächste Tor. Hier sollten, glaube ich, wieder ein paar Gegner kommen. Alarm! Feinde entdeckt! Ja. Also, ich habe es jetzt daran gemerkt, weil auf der Karte vorher alles gelb war. Und ich gehe mal davon aus, dass das hier so ein Schlachtfeld ist, wo die Gegner reihenweise kommen. Okay, hier müssen wir uns ein bisschen verstecken. So, den haben wir auch verjagt. Na. Immer diese Nahkampf-Aktionen hier. Bin ich ja gar kein Fan von hier bei Division. Nahkämpfer. Oh, Einsatzleistung. Oh. Ich hätte gesagt, wir gucken mal schnell rein. Vielleicht haben wir irgendwas Tolles. Dann können wir das auch direkt einsetzen. Das könnte uns vielleicht helfen. Ich sehe schon, zumindest schon mal was Grünes. Schauen wir mal. Oh, seht ihr? Wir haben jetzt schon langsam 256 im Umlauf. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Okay, was haben wir hier noch? Holster. Finale. Das würde richtig eine Erhöhung hier machen. Also, ich würde es gerne machen, aber dann muss ich auf vieles verzichten. Egal. Ich weiß, das ist jetzt ein Risiko, aber das Risiko gehe ich gerne ein. Hilfspostenreichweite, das ist gut. Das nehmen wir 6% mehr. Und das Gute, man darf es nie vergessen, liebe Freunde, wir haben jetzt natürlich ein Set zerstört, aber dafür haben wir mehr Rüstungswert und das spricht doch vieles dafür, dass wir es machen, dass wir am Ende auch immer mehr bekommen. Müssen wir halt schauen, inwiefern wir in die Knie gezwungen werden in den nächsten 10 Minuten. Da haben wir wieder eine Bombe. Am besten direkt hier entschärfen. Nicht, dass sie uns noch zum Verhängnis wird. Warnung. Feinde in der Nähe entdeckt. So, das haben die auf jeden Fall gehört. Uah. Uah. Nein! Du Sack! Scheiße! Heilung! Shit! Ach, wir haben noch hier Heilung. Oh, gut, dass ich das geholt habe. So. Avriderci, Junge. Der schießt auch wild durch die Gegend. Nehmt euch kein Beispiel an diesem Cleaner. Okay. Was ist hier los? Also wir haben noch 9 Minuten. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Aber ich sehe gerade, wir werden ganz in die Irre geführt. Beziehungsweise ich laufe einfach ganz dolle in die Irre. Wir müssen natürlich darauf achten, dass wir den richtigen Weg hier einnehmen. So. Zack. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier gleich abgehen wird. Da, Gegner. Feinde in der Nähe. Perfekt. Das nenne ich doch eine saubere Runde gerade eben. Kann man nicht meckern. Besser kann man es nicht machen.
Okay, dann beeilen wir uns. Ich weiß ja nicht, wie weit es hier noch gehen kann. Vielleicht bin ich schon zu langsam für diese Mission. Okay, auffüllen, das ist schon ein Zeichen dafür, dass es gleich nochmal schwerer wird. Deshalb nochmal komplett aufboosten, was das Zeug hält. Hier habe ich irgendwie was gefunden. Da! Aufklärungsdaten. Explorer sagen, wo es lang geht. Foto eines Mannes in der U-Bahn. Yeah, Rang 6. Gucken wir doch mal schnell rein. Ich weiß, es ist von Zeit her jetzt gerade ungünstig. Da. Urban Explorer sagen, wo es lang geht. Nimm nichts mit außer Bildern. Hinterlasse nichts außer Fußabdrücken. Breche nichts außer der Stille. Okay. Dann gehen wir doch mal wieder nach oben. Oder? Ne, nach unten. Kann eigentlich nicht sein. Das war schon richtig, glaube ich. Ah. Ja. Also das Navi sozusagen, das irritiert zum Teil auch. Aber, ja. Ich sag immer wieder, der Fehler liegt immer vom Fernseher, vom Bildschirm. Deshalb, ja, war meine Schuld. Gut, jetzt ist halt die Frage, wie komme ich denn hier jetzt vorbei? Habe ich hier wieder irgendwas? Ja. Okay, weil irgendwie müssen wir ja reinkommen. Hier ist wieder was zum Aufsammeln. Das hätten die ein bisschen früher auf der Karte zeigen können. Aber auch hier, es kann sein, dass es wieder mein Fehler war, dass ich nicht richtig geguckt habe auf der Karte oben. Nee, zum Teil werden wirklich Sachen erst angezeigt, wenn man richtig nah dran ist. So, ich würde sagen, jetzt wird es, glaube ich, nochmal abgehen hier. Naja, ich merke schon. Vielleicht haben wir hier eine Rückzugsmöglichkeit. Ja, haben wir. Oh. Okay, den haben wir schon mal weg. Weil ich mag keine lästigen Scharfschützen. Shit. Wir müssen auf die andere Seite, sofern das funktioniert. Ja, funktioniert. Dann können wir uns um den hier noch kümmern. Perfekt. Na komm. Nachladen. Perfekt. Den haben wir. Jetzt nur noch den da. Den Pitboss. Latos. Na komm, den haben wir gleich. Komm, du Sack. Scharfschütze, nachladen. Und dann geht's ja richtig. Zack. Jawoll. Perfekto, Mentor. Boah, das ist ja geil. Also, man merkt, ich komme immer wieder besser rein ins Spiel. Aber ich frage mich, warum ich vor 2 Folgen da gestorben bin. Das war doch im Prinzip hier genau die gleiche Gegend hier. Warum habe ich es da nicht geschafft? Und hier schaffe ich das voll locker. Okay, so locker auch wieder nicht. Mit Taktik natürlich. Aber es ist schon natürlich ein Unterschied zu dem, was vor 2 Folgen passiert ist. Ah, hier haben wir noch was zum Einsacken. Oh, leider sind es neue Handschuhe. Ich hätte lieber was anderes gehabt. Alpha Bridge Handschuhe. Schrotflintenschaden mehr, kritischer Schaden mehr und kritische Trefferchance. Im Prinzip, ja, bringt es uns auf jeden Fall mehr. Ja, da haben wir MP-Schaden. Im Prinzip ist es das Gleiche. Also nehmen wir das vorübergehend. Gut, bevor wir hier durchgehen und die Mission hier beenden, gucken wir mal, was wir hier für eine Waffe haben. Das ist nämlich auch ziemlich interessant. Wir haben nämlich aktuell ein Sturmgewehr und ein Präzisionsgewehr.
Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt hier zwei 256er Waffen. Präzisionsgewehr 106k, alter Schwede. Und ich habe nur 91k. Also, das spricht schon einiges dafür, dass wir das hier wechseln sollten. Also, merken wir uns M44. Und so, und hier Sturmgewehr noch ein anderes. Das hat sogar auch mehr. Hier haben wir 13,3 aktuell. Und hier haben wir 16,5. Ich würde sagen, erstmal Präzisionsgewehr. Darum kümmern wir uns jetzt. Im Grunde genommen versuche ich erstmal hier alles zu übernehmen. So, das bedeutet, wird von M44 Karabiner Classic entfernt, sagen wir ja. Können dann erst hinterher schauen, ob wir noch was Besseres bekommen. Nein. Gut, Outfit, ja, machen wir das Rote, ne? Dann könnten wir hier jetzt schauen, ob wir hier noch irgendwie was abknöpfen können. Ja, M44 Karabiner Classic machen wir. Haben wir noch was Besseres? Nee. Gut, dann haben wir das schon mal. Nee, die Waffe nicht. Ich wollte hier noch was abbauen. Das Outfit. Zack. Gut, dann haben wir schon mal 256 und ihr seht, wir hatten unten, ich glaube, 232 oder so. Jetzt haben wir 238. Jetzt können wir das gleiche auch mit der Waffe hier, mit dem Sturmgewehr machen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel neu dazu bekommen 16,5k. Das braucht auch schon deutlich mehr Anforderungen. Also, aber ich würde sagen, wir machen es definitiv, weil ich glaube, ja, oder? Ja, doch, komm. So, jetzt müssen wir aufpassen, M44 Jagdversion. Davon müssen wir die Mods mal nehmen. Also G36C. Ist es richtig? Ja. Ja, kann ja nur sein, stimmt. Was anderes habe ich ja nicht. Gut, ja, das sieht doch schon viel besser aus, was die Schadensrate hier angeht. Guck mal, 210.356. Vielleicht kommt noch was dazu, Achtung. Ja, da kommt noch ein bisschen was dazu. Ah, M44 Jagdversion. Hier, G36C. Genau, haben wir noch was, was man besser machen könnte? Nein. Im Prinzip ja, was aber nur mehr Präzision macht, aber weniger SPS. Und ich würde sagen, wir werden das so auf jeden Fall belassen. Die Waffe werden wir hier vom Markt nehmen sozusagen. Und unten hier können wir sehen, 238 war vorher, jetzt haben wir 241. Also wir steuern schon so Richtung 256. Sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, wir verlassen das Ganze auch hier direkt. Und haben die Operation abgeschlossen. Perfekt. Ja, so wie ich sehe, liebe Freunde, wird das eine sehr kurze Folge. Ja, ich habe gesehen, auch hier, ganz wichtig natürlich, ich habe hier einen Trailer gesehen zu Division. Es soll bald ein weiteres DLC geben. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Ich habe es nur sehr flüchtig gelesen. Irgendwas mit Stand oder so. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Müsste ich mal recherchieren. Gerade mal eben hier so in der Live-Show. ich guck mal eben, liebe Freunde, damit ich hier keinen Blödsinn hier erzähle. Also, ich habe gerade geschaut. Die dritte Erweiterung, also die erste Erweiterung ist Untergrund, das, was wir aktuell ganze Zeit spielen. Die zweite Erweiterung ist Überleben, was wir schon beim ersten Versuch geschafft haben. Und die dritte Erweiterung nennt sich Letztes Gefecht. Soll angeblich im Jahr, Ende des Jahres 2016 erscheinen, also im Winter. Hat sich anscheinend auch wirklich nach hinten verschoben. Soll jetzt auf jeden Fall bald kommen. Ich denke mal, jetzt im ersten Quartal wird es auf jeden Fall erscheinen. Es gab schon die letzten Tage eine Wartung von Seiten der Server, hier Ubisoft-Server, die hier die Division-Aktion hier bereitstellt. Und ja, die machen das natürlich extra, damit die ja so langsam Vorbereitungen vornehmen können auf das nächste
DLC, also die dritte Erweiterung insgesamt von Division. Und ja, ich bin sehr gespannt, wann das genau kommen wird. So, hab was im Hals. Kommt vom vielen Quatschen. Ja, ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge mal versuchen, online zu spielen mit anderen Spielern. Vielleicht können wir da so ein bisschen was raushauen. Vielleicht kriegen wir dadurch mehr Erfahrung. Habe ich nämlich noch nicht so hier ausprobiert. Vielleicht geht da ja was. Und ich würde sagen, bevor ich die Folge noch beende, gucke ich erstmal unter Verkaufen. Wir können die G36C verkaufen. Die hat ihren guten Dienst erwiesen. Aber ich würde sagen, es wird Zeit für was Neues. Wir sind da auf jeden Fall flexibel. Gut, ja. Die Maske, ja, die behalte ich noch sicherheitshalber wegen dem 256-Wert. Und nichts anderes. Okay, eigentlich haben wir 3810. War da nicht was? Okay, 3832. Ja, da vergeht noch was. Da ist noch Luft nach oben. Aber ich sehe auch hier, habe ich auch gar nichts. Ich habe hier was vergessen. Guck mal hier. Ich habe hier vergessen, was einzurichten. Hier können wir im Prinzip noch eine Verbesserung hinzufügen. Nehmen wir das hier. Genau, jetzt haben wir zumindest, sehr gut, eine Talent-Dingster-Bumster freigeschaltet. Mir fehlt das Wort gerade. Also, der kritische Trefferschaden wird um 15% erhöht. Was noch aussteht ist, ein Kopfschuss verringert die Cooldown-Zeiten von allen Fertigkeiten um 5%. Das ist sehr geil. Und ansonsten, was wir schon haben, die Nutzung einer Fertigkeit erhöht ihre kritische Trefferchance für 15 Sekunden um 7,50%. Sehr, sehr geil. Also, wir müssen uns jetzt in nächster Zeit mehr auf, ja, Elektronik konzentrieren. Ich sehe jetzt hier weniger Ausdauer in den Waffen. Ich überlege gerade ernsthaft, hier etwas zu verändern. Aber wenn ich das machen würde, dann würde die MK16 hier schon darunter leiden. Weil der braucht schon Ausdauer von 4790. Wir könnten jetzt natürlich ein bisschen runterschrauben, um zu versuchen, Elektronik hochzupushen. Wird, glaube ich, auch eher knapp. Also wir müssen so oder so auf jeden Fall noch ein paar Sachen verdienen. Damit wir hier nicht immer solche Experimente machen müssen. Dann werden wir es auch viel, viel einfacher haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, ich würde sagen, die Folge ist heute wirklich relativ kurz. Und trotz allem, denke ich mal, hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, in der nächsten Folge, wie gesagt, werden wir es mal online versuchen. Und dann versuchen wir es mal mit schwer dann in der nächsten Folge. Und am besten dann online mit anderen Kollegen hier. Und dann bin ich gespannt, was das Spiel bieten wird. Wie schwer wird es wirklich? Und ich würde sagen, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschalten würdet. Das ist dann am kommenden Sonntag. Ich glaube, der 27. ist es. Ich guck mal eben. Nee, der 29. Chapeau, hab mich vertan. Also, 29. Januar, Sonntag, 19 Uhr hier auf meinem Kanal. Ihr seid herzlich eingeladen. Dann machen wir eine Runde Operation Underground mit Hilfe mit drei weiteren Leuten in der Gruppe und werden den Untergrund mal richtig, richtig auf den Kopf stellen. Bis dahin haben wir noch ein paar Tage. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.